Ich eröffne diesen Trauergottesdienst, wo wir Abschied nehmen wollen vom verstorbenen Albert Stahl, mit dieser wunderbaren Zusage des Heiligen Gottes aus Jesaja Kapitel 57, Vers 15. Dort heißt es: Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne. Und ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Diesen heiligen Gott wollen wir anbeten. Wir wollen unser Haupt neigen zum Gebet. Großer und heiliger Gott, wir sind stille vor dir in diesem Moment. Stille, weil wir wissen, dass du den Anfang und das Ende des Lebens hier auf dieser Erde bestimmst. So hast du es auch mit dem Verstorbenen gemacht. Du bist heilig. Deshalb beten wir an. Und wir wollen ganz besonders für die Familie beten. Wir beten um Trost. Wir beten um dein Nahesein. Doch dass doch das geschieht, was du hier in Jesaja gesagt hast, dass du sie wieder mit neuer Hoffnung füllst und dass du ganz besonders nah bei der ganzen Familie bist. Wir beten um den Segen dieser Feier. In Jesu Namen. Amen. Liebe tieftrauernde Gemeindeschwester Maria Stahl, liebe Kinder, Marciela und Andreas, Victoria und Adolf, Priscilla und Eldon mit euren Kindern, liebe Geschwister, liebe Verwandte, liebe Trauergäste. Wir sind gekommen, um mit euch zusammen als Familie heute Nachmittag hier Abschied zu feiern, Abschied zu nehmen von deinem Manne, von eurem Vater, von eurem Opa, von Geschwistern, von einem Bruder. Sein Platz in eurer Familie ist leer und er wird leer bleiben. Das irdische Leben von Albert Stahl ist zu Ende, ist abgeschlossen auf dieser Erde. So radikal, so grausam ist der Tod. So ist es, wenn ein Mensch von uns geht, von dieser Welt. Und der Tod eines jeden Menschen, der uns ganz nahe ist, ganz besonders der Tod, der spricht zu uns. Der spricht zu uns Lebendige, zu denen, die wir hier noch auf dieser Erde leben. Unsere Worte des Trostes, die sind leer. Die haben so wenig Bedeutung. Aber die Worte des Heiligen Gottes, die sind echt, die sind wahr. Wenn er sagt, ich wohne bei denen, die traurig und betrübt sind, dann ist das so, liebe Trauerfamilie. Dann ist das so, dann ist Gott da, dann ist er heute da bei euch, ganz in der Nähe. Und von demselben Gott, von dem heiligen Gott, heißt es ja in Johannes Kapitel 3, Vers 16, dieser sehr bekannte Vers: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle hat Gott geliebt und alle liebt Gott. Das sagt uns dieser Vers. Niemand von uns wird je sagen, ich wurde von Gott auf dieser Erde nicht geliebt. Das kann kein Mensch sagen. Seine Liebe ist so groß und sie war so groß, dass er seinen Sohn ans Kreuz hingab für uns, damit wir an ihn glauben und ewig leben, wie es da heißt. Der heilige Gott hat auch den Verstorbenen gekannt und geliebt. Seine Liebe galt auch ihm. Der Verstorbene hat diese Liebe Gottes auch gekannt. In den Jugendjahren hat er eine Begegnung mit Jesus Christus gemacht.
und seinen Glauben auch sehr deutlich ausgelebt in jener Zeit. Ob zwar wir von seinem Glauben später in seinem Leben vielleicht wenig wissen, der heilige Gott weiß. Der heilige Gott weiß ganz genau. Und er wusste, wie die Beziehung des Verstorbenen mit ihm war. Der Verstorbene kannte den Weg zum himmlischen Vater. Durch viele Predigten, die er immer wieder hören konnte, durch die Übertragung, die heute ja möglich ist. Und auch die evangelistische Ansprachen von Parzani im letzten Jahr hat er gehört, so hat er das uns zumindest gesagt. Liebe Trauerfamilie, dieser Vers, der gilt auch ganz besonders euch heute. Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist bei euch, er liebt euch. Er liebt euch ganz besonders in diesem Moment des Abschieds, in diesem Moment der Trauer. Und Gott wird euch mit seiner großen Liebe und Barmherzigkeit tragen und Trost geben. Das wünschen wir für euch. Wir hören nun weiter das erste Lied, Wehrlos und verlassen. Danach hören wir die Predigt vom Prediger Gunnar Dirksen. Bitte schön. Liebe Frau Stahl, liebe Kinder, liebe Verwandten, Freunde, Trauergäste, wir sind zusammengekommen, um von dem verstorbenen Albert Stahl Abschied zu nehmen.
ihm das letzte Geleit zu geben. Als ich darüber nachdachte, was ich bei so einem Anlass hier sagen könnte, musste ich unwillkürlich an einen Begriff denken, der mir gleich, als die Anfrage kam, in den Sinn kam. Ein sehr umfassender Begriff, ein sehr breiter Begriff, nämlich dieser Begriff, und es ist mehr als nur ein Wort, ein Begriff der Gnade. Gnade, wie Gott sie uns in der Bibel vorstellt. Gnade, die uns alle sucht, die uns nachgeht, die uns erfassen will, die uns allen angeboten wird. Ein Musterbeispiel, wie diese Gnade wirkt, finden wir im 51. Psalm. Und ich lese einige Verse aus diesem Psalm von 1 bis 6. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge mein Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Und noch Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Der biblische David war wohl ein Mann, von dem wir nach biblischen Begriffen und Maßstäben sagen können, er war ein Sünder. Er hat einen ganzen Teil, vielleicht sogar alle der 10 Gebote gebrochen. Über einen Zeitraum von über einem Jahr lebte er in dieser Sünde, ganz bewusst, und er versuchte sie zu verdecken. Und das ist der Mann, von dem Gott sagt, dass er selber ihm ein ewiges Haus bauen möge. Wie können wir uns diese unveränderliche Liebe Gottes zu David erklären? Wir können sie, denke ich, nur so erklären, dass Gott dem David seine Sünde total und ganz vergeben hat. David hatte schwer gesündigt, aber er hatte sich vor Gott gebeugt und gedemütigt und Gott hatte ihm ganz vergeben. Und David hatte diese Vergebung durch Gottes Gnade angenommen und sie auch gelebt. Die Frage, die wir uns daher heute stellen wollen, welche Haltung muss ein Mensch annehmen, damit er so vollständig in dieser Gnade, in dieser Verzeihung Gottes leben kann, wie wir es bei David sehen. Und ich denke, wenn wir diese Frage geklärt haben, dann werden wir verstehen, dass wir alle von der Gnade Gottes abhängig sind und nur durch diese Gnade gerettet werden können. David appelliert ja zunächst einmal in seinem Psalm an die Eigenschaften Gottes, so wie er ihn in der Vergangenheit kennengelernt hat. Er hat ihn kennengelernt als einen gnädigen, als einen barmherzigen Gott, als einen Gott, der führt, als einen Gott, der da ist, wenn die Riesen im Leben vor einem Angesicht stehen. Wenn es zur Schlacht kommt, da war Gott. Und David vertraute diesem Gott. Er weiß aber auch um Gottes Gerechtigkeit, die keine Sünde dulden kann. Und deshalb bleibt ihm nichts anderes übrig, als diesen Ausspruch, diese Gnade anzurufen. Sei mir gnädig, Herr, tilge meine Schuld nach deiner großen Barmherzigkeit. Er ist sich bewusst, dass seine einzige Hoffnung darin liegt, dass er sich Gottes Gnade ausliefert. Nichts von dem Guten, was David in der Vergangenheit getan hatte, nichts und kein gutes Werk, das er noch jemals tun würde, kein Opfer, wie groß es auch sein möchte, keine Geldgabe und kein
Zeitaufwand, der zukünftig noch möglich wäre, würden es möglich machen, dass David sich den Himmel verdient, dass er seine Sünde ungeschrien machen könne. Nichts. Es ist ihm bewusst, und mit der Kraft eines Ertrinkenden klammert er sich krampfhaft an das Rettungsseil der Gnade. Das, was er in der Vergangenheit mit diesem Gott erlebt hat, wie er es im Psalm 23 ausdrückt, wenn es da heißt, der Herr ist mein Hirte. Das kommt hier zum Tragen. Nicht irgendein ferner Gott, nicht irgendein Gott, der unpersönlich irgendwo im All herrscht, sondern mein Hirte, eine persönliche Beziehung, die da zum Ausdruck kommt. Das ist eine Botschaft auch für einen jeden von uns. Wenn wir in unserem Glauben anfangen zu zweifeln, wenn wir daran anfangen zu zweifeln, ob es zureicht, was wir im Leben getan haben, wenn wir keine Worte mehr finden, wenn die Gefühle nicht mitmachen, wenn die Schwierigkeiten wie Riesen vor uns im Weg stehen, dann dürfen und können wir uns auf die Gnade Gottes berufen und uns an seine Barmherzigkeit erinnern, wie er uns in der Vergangenheit geführt hat. Und da Gott ein Gott ist, der nicht heute so und morgen anders ist, wird er auch in Zukunft mit uns sein. David macht es uns vor, wie wir uns auf diese Gnade berufen dürfen. Ich erkenne meine Vergehen. An seiner Wortwahl wird deutlich, die Gerechtigkeit Gottes ist überhaupt erst der Maßstab für Sünde. Wie es im Römerbrief heißt, gäbe es das Gesetz nicht, so würde es auch keine Sünde geben. Oder die Sünde würde als solche nicht erkennbar sein. Erst das Gesetz macht Sünde erkennbar in seiner Größe. Folglich, wenn Gott den Maßstab setzt durch seine Gebote, dann ist jede Sünde, die wir begehen können als Mensch, zuerst eine Sünde gegen Gott. Und deshalb sagt ja David auch sehr passend, gegen dich allein habe ich gesündigt. Auch wenn es sehr menschlich war, was dazu gegangen war. Er hatte die Ehe gebrochen. Er hatte, um dieses zu vertuschen, einen Mann umbringen lassen. Und er hatte mit dieser Lüge gelebt. Das ist ja sehr viel Zwischenmenschliches. Und dennoch kommt David zu diesem Entschluss, gegen dich allein habe ich gesündigt. Weil Gott den Maßstab für Sünde setzt. Ihm ist bewusst, dass für sein Fehlverhalten, für seine Sünde kein anderer Mensch herhalten kann als nur er selber. Schuld abschieben ist seit jeher eine der beliebtesten Möglichkeiten, mit Schuld umzugehen. Solange wie da noch jemand ist, dem man die Schuld zuweisen kann. Schon von Anfang an hieß es, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat gegeben. Zuletzt war Gott der Schuldige in Adams Worten. Die Menschheit hat von Anfang an von dieser Möglichkeit fleißig Gebrauch gemacht. Und wenn keiner mehr da ist, dann müssen eben die Eltern herhalten. Was haben die mich auch nicht besser erzogen? Was haben die das nur so und so gemacht, wenn Vater doch nur dies und wenn Mutter doch nur jenes getan hätte? Und das ist nicht das, was David hier vorzeigen will. Er hat die Schuld ganz klar auf sich genommen. Er deutet hier vielmehr auf die Ursünde, die uns als Menschheit in der Art anhaftet. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Jawohl, die Sünde, die sündige Art wird von Mensch zu Mensch weitergegeben, von Generation zu Generation. Und in jeder Generation haben wir die Möglichkeit, jeder Mensch für sich persönlich seine Schuld vor Gott zu bekennen, sich auf seine Gnade und Barmherzigkeit zu berufen und Vergebung zu erlangen, den Fluch zu durchbrechen und auf den Wegen des Segens unterwegs zu sein. Erst der Weg in den inneren Zerbruch macht uns bereit, damit wir von Gott vollständige Vergebung erlangen können. Das ist der Weg für ein erneuertes, von Gott
durch Vergebung gereinigtes Herz. Und das ist deshalb auch folgerichtig die Bitte des Davids: Schaffe in mir, Herr, ein reines Herz und einen erneuerten Geist. Das ist auch dieselbe Linie, die auch im Neuen Testament immer wieder gepredigt und als frohe Botschaft verkündigt wird. In einfachen Worten, aber prägnant und zusammengefasst, finden wir diese Botschaft in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Hier erklärt Johannes in einfachen, aber verständlichen und einprägsamen Worten, wie wir Vergebung unserer Sünde erlangen können. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist Zielverfehlung. Wer in Sünde lebt, der kommt nicht ans Ziel. Sünde versperrt uns den Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt schon und auch nach dem Tod und für alle Ewigkeit. Und diese ewige Trennung hat Gott so nicht gewollt. Deshalb das, was Theo in der Einleitung so passend las, schickte Gott seinen Sohn in diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In großer Liebe hat Gott diesen Weg für uns vorbereitet. Und wir fragen uns, wie kann ein Gott, der gerecht ist, einfach Sünde, die ja ungerecht ist, wegwischen? Wie kann es sein, dass jemand, der einen Mord begangen hat, oder jemand, der etwas gestohlen hat und derjenige, den er bestohlen hat, ist mittlerweile verstorben, wie kann es sein, dass diesen vergeben wird? Der Betreffende kann ja den Mord nicht rückgängig machen. Er kann dem Toten das Leben nicht wieder einhauchen und er kann dem Verstorbenen das gestohlene Gut nicht zurückgeben. Wo kann da noch Gerechtigkeit bleiben? Und da ist es Gottes Gerechtigkeit, als er Jesus am Kreuz zur Sünde machte, ans Fluchholz hing, damit wir, wenn wir dieses glauben, Sündenvergebung kennen, damit Gott uns seine Gerechtigkeit zuspricht. Und auf diese Gerechtigkeit kommt es zuletzt an, nicht auf unsere guten Taten. Und das ist frohe Botschaft, das ist Evangelium. Und das hat aber auch Folgen, wenn wir dieses annehmen. Folgen, die unser Leben verändern werden. Wir werden danach trachten, den Schaden, den wir begangen haben, nach Möglichkeit wieder gut zu machen. Wenn wir falsche Aussagen über andere gemacht haben, werden wir diese nach Möglichkeit zurechtstellen. Aber diese Möglichkeiten der Zurechtstellungen haben Grenzen. Es gibt Situationen, wo trotz gutem Willen eine Wiedergutmachung unmöglich ist. Und deshalb hat ein jeder Mensch, und auch weil jeder Mensch ein Sünder ist und in Sünde geboren ist, die Gnade Gottes nötig. Und wir müssen uns unter dieser Gnade beugen. Und diese Gnade, sie macht das Unmögliche möglich und bietet Vergebung, ja sogar Reinigung an. Und es hat eine weitere Folge. Wer Gottes Gnade in seinem Leben erfahren hat, der wird selber zu einem gnädigen Menschen. Der darf diese Gnade selber auch an andere Menschen weiterreichen. So fordert es uns im Vater unser auf: Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Jesus macht ganz klar, wem seine Sünden vergeben sind, der ist ohne Ausnahme bereit, anderen zu vergeben. Dann wird das zu einer Lebenshaltung. Solche Menschen gehören zu den Friedfertigen dieser Erde. Vergebung ist da nicht nur Kopfsache, sondern sie umfasst das ganze Leben, unser Sein. Viel zu oft ist es eine Tatsache, dass Menschen zwar anerkennen, dass sie vor Gott Sünder sind. Sie haben Gott um Vergebung gefragt und sie haben diese auch erhalten. Sie nehmen zwar Gottes Gnade für sich in Anspruch, in ihren Beziehungen zu anderen Menschen bestehen sie aber auf Gerechtigkeit. Da mag es zum Beispiel ein Mensch sein,
der allen anderen die Schuld an den Schwierigkeiten seines Lebens gibt. Die Kooperative hat sich falsch benommen, die Bank hat etwas getan, was sie nicht hätte tun sollen, die Geschwister haben so und so getan, die Geschäftspartner haben dafür ihren eigenen Vorteil gesorgt und die Gemeinde hat sich nicht gekümmert. Alle sind schuldig geworden. Und das kann er nicht verzeihen, das wäre ja doch nicht gerecht. Und da niemand für diese Gerechtigkeit sorgt, wird man entweder selber zum Kämpfer oder man zieht sich ins stille Eck zurück und wird bitter. Diese zunehmende Isolierung bestätigt nur wieder die Meinung, dass die anderen Leute schuld sind. Und so kommt es zu einem Teufelskreis und der Kampf wird immer heftiger. Das Ende ist Verbitterung, das Ende ist Einsamkeit. Und um nicht in diesem Ende zu landen, ist Gnade der einzige Ausweg. Deshalb brauchen wir alle die Gnade. Wer durch Gottes Gnade Vergebung erhalten hat, der wird von Jesus aufgefordert, selber zu einem gnädigen Menschen zu werden, der Gnade vor Recht ergehen lässt. Das wird uns etwas kosten. Jawohl. Aber Jesus hat es seinen Sohn gekostet. Wenn es uns nur etwas Geld kostet oder nur etwas Zeit oder etwas an unserem Stolz kratzt, dann kommen wir sehr billig ab. Wo wahre Vergebung ist, da ist die Bereitschaft zum Kampf erloschen, zumindest zum Kampf mit dem Nächsten. Der Kampf fürs Evangelium, der mag wachsen. Da ist ein starker Wille hin zum wahren Frieden, auch wenn Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, vielleicht noch nicht verheilt sind, vielleicht auch nicht von heute auf morgen vergessen werden können. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, Jesus hat uns die Schuld vergeben. Sind wir bereit, anderen zu vergeben? Stehen wir nicht in diesem Sinne alle vor dieser Herausforderung, uns täglich unter die Gnade Gottes zu beugen und seiner Vergebung anzuvertrauen? Wie Theo in den einleitenden Worten sagte, hat Bruder Stahl in jungen Jahren als Jugendlicher eine klare Entscheidung hin zu Jesus gemacht. Und es mag sein, vielleicht fragen sich manche, und was ist mit der Gemeinde, mit der Entscheidung hin zur Gemeinde? Würde das dann nicht die logische Konsequenz sein müssen? Ich möchte versuchen, diese Frage mit einem Beispiel zu erklären aus unserer aktuellen Zeit. Es ist uns womöglich bekannt, zumindest den Sportsfreunden unter uns, dass dieser Tage im Norden Afrikas in der Wüste eine Rallye stattfindet. Eine ganz besondere Rallye. Man startet und dann ist man frei zu fahren, wo man möchte, im Gegensatz zu anderen. Wenn jemand meint, die eine Düne wäre besser als die andere oder die zweite oder die dritte, dann darf er gerne die dritte nehmen. Aber es gibt in diesem Rallye oder in diesem Rennen Checkpoints, da muss man vorbei, da muss man markieren. Und wer das nicht macht, der wird disqualifiziert. Jetzt gibt es einige, die würden wohl gerne, aber sie haben Schiffbruch erlitten. Bei einer Wüste kann man das nie so genau wissen, wo im Sand der Stein steckt. Sie haben möglicherweise eine Plattenreifen und es kommt nicht anders aus, als dass sie aufgeben. So, in diesem Fall werden sie disqualifiziert. Aber ich frage mich, ist es mit dem Christenleben nicht oftmals ebenso? Wenn jemand sich bekehrt, dann wird er vom Neuen geboren. Dann kriegt er von Gott durch seinen Geist das ewige Leben. Jetzt gibt es im Christenleben natürlich auch so gewisse Checkpoints, die wir abhaken müssen. Nicht, um uns die Seligkeit zu verdienen, sondern weil es einfach Früchte des Glaubens sind und dazu gehört auch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Es ist Gottes Haus und Gott möchte seine Familie in seinem Haus sammeln. Das gehört sich so. Wenn jetzt aber jemand vorher vielleicht einen Unfall hatte
oder einen platten Reifen geistlich gesehen im Glauben erhalten hatte, sollen wir dann jetzt urteilen, ob dieser Unfall so schlimm war, dass er nicht weiterkommen konnte? Ich denke, die Bibel warnt uns sehr deutlich vor Urteilen. Wir sollen uns selber unter die Gnade stellen und das Urteilen dem Richter überlassen, der zuletzt das passende Wort finden wird. Und es wird gerecht sein und es wird passend sein. Ich denke, wer diesem nicht zustimmen kann, dem lade ich ein, dass er Lukas 18, 9 bis 14 liest, zu Hause im Kämmerlein. Da wird von einem Pharisäer gesprochen in diesem Text, der davon spricht, wie gut er doch ist und was er alles getan hat und dass er nicht so ist wie jener dort und der Zöllner. Und was er alles an Geld gegeben hat und seine guten Taten sind endlos. Und daneben der Zöllner, der sagt, ein einziges Wort, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser wird gerechtfertigt. Den hat Gott gehört. Und ich meine, das fordert uns auf, alle unter die Gnade Gottes zu gehen. Diese Gnade anzurufen, auf diese Gnade zu hoffen und auf Gottes Barmherzigkeit. Nur diese Gnade, sie wird uns zuletzt die nötige Rettung bringen. Jesus will deutlich machen mit diesem Beispiel, dass nur die Gnade Gottes zur Rechtfertigung des Menschen beiträgt. Wir alle stehen in diesem Status vor Gott. Und wir sind aufgefordert, uns selber zu prüfen und nicht zu urteilen. In diesem Sinne ist jeder Sarg und ist jedes Begräbnis ein Aufruf an uns, die wir an dieser Feier teilnehmen, unsere Haltung vor Gott zu überprüfen. Wir werden immer wieder aufs Neue an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Wir werden aufgefordert, anzuhalten und unser Leben vom Ende her zu planen, damit wir weise Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die Bestand für alle Ewigkeit haben. Darin möge uns die Erinnerung an den verstorbenen Bruder Stahl leiten. Möge dies Nachdenken uns alle auf den Weg der Gnade hinweisen, uns auf diesen Weg der Gnade leiten und uns in der Gnade halten. Gott gebe uns diesen Segen. Amen. Ich lese jetzt das Lebensverzeichnis, so wie es von der Familie aufgeschrieben wurde. Lebensverzeichnis von Albert Stahl.
Albert Erwin Stahl wurde am 6. Juli 1945 in Philadelphia geboren. Er war das zweite Kind aus der ersten Ehe seines Vaters. Die Mutter starb bei seiner Geburt. Um die beiden Kinder kümmerte sich seine Tante Agatha im Haus seiner Großeltern, Stahl. Am 25. Februar 1967 heiratete er Maria Götz. Das junge Paar wohnte zuerst in Philadelphia und zog in den ersten Ehejahren aus wirtschaftlichen Gründen öfters um. Längere Zeit wohnten sie da, dann auch in dem Dorf Blumenthal. Ihnen wurden drei Töchter geboren: Marciella im Jahr 1968, Sarah Victoria 1971 und Priscilla 1972. Albert war mehrere Jahre als Schuster tätig und hat sich später der Viehzucht auf dem Landstück Laguna gewidmet. Damit verband er auch seine Hobbys, das Flechten von Peitschen und Lassos, sowie auch die Pferdehaltung. Seine Arbeit als Estanciero erledigte er mit Hingabe und Eifer. Früh aufstehen und den Tag mit Mate beginnen war eine Selbstverständlichkeit. Ein Höhepunkt in seinem Leben waren die Reisen nach Kanada und Deutschland. Gemeinsam mit seiner Frau besuchten sie Geschwister und altbekannte Freunde. Er schätzt auch ganz besonders die Freundschaftsbesuche von Willy Hildebrand. Im September 2016 erlitt er einen Schlaganfall, wodurch seine Koordination, Sprache und Wahrnehmung beeinträchtigt wurden. Sein Lebensalltag musste nun gezwungenermaßen verändert werden. In diesen Jahren hat er sich besonders über Besuche seiner Kinder, Groß- und Urgroßkinder, gefreut. Sogar die Blumen im Garten, die seine Frau liebevoll pflegt, wurden von ihm wahrgenommen. Da Albert auf die Hilfe von anderen angewiesen war, schätzte er Besuche von seinen Freunden, die sich immer wieder Zeit für ihn nahmen. Am Vormittag des 3. Januars wurde er mit Gliederschmerzen interniert. Hier starb er dann am späten Abend an den Folgen eines Herzversagens. Die Familie bedankt sich bei Dr. Tövs, seinem langjährigen Arzt, und dem Pflegepersonal. Ihr Dank gilt auch allen Personen, die in der Gestaltung dieser Abschiedsfeier mitgeholfen haben. Albert Erwin Stahl hinterlässt seine Frau Maria Stahl, geborene Götz, ihre Kinder mit den jeweiligen Familien, Marciella und Andreas Fröse, Sarah Victoria und Adolf Neufeld, Priscilla und Eldon Stahl, sowie Geschwister und einen breiten Verwandtenkreis. Bis soweit das Lebensverzeichnis. Wir hören ein weiteres Lied, »Lasst mich gehen«. Dass ich Jesu möge sehen.
Die Trauerfeier kommt hier jetzt zum Abschluss und ich bitte, dass der Sarg geöffnet wird. Wir sind dann eingeladen, hier am offenen Sarg vorbeizugehen und so Abschied zu nehmen. Dann sind wir alle eingeladen zur Beisetzung des Verstorbenen. Und es ist so gedacht, dass der Sarg bis zu dem Grab getragen wird, gebracht wird und dort abgestellt wird, noch einmal kurz angehalten wird, bis wir alle bis dort sind. Wir machen einen kurzen Moment der Stille. Dann wird der Sarg runtergelassen und die Gruft wird geschlossen. Und ganz zum Schluss wird Bruder Gunnar Dirksen beten. Damit schließt dann die Feier hier auf dem Friedhof. Jetzt sind wir eingeladen, hier vorbeizukommen. Wir fangen von dieser Seite an. Bitteschön.